War das der Händler? Nee, das war hier die... Doch, oder? Einkaufen. Blätter. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mal alle mit. Da kann man leider nur 6 Stück von tragen. Ne, aber ich finde das auch... Also einerseits finde ich es ein bisschen schlecht. Also, ne, nicht wirklich schlecht. Aber andererseits auch geil, weil sonst müllst du dich in irgendwelchen RPGs mal so zu mit jeden möglichen Items. Die Chance hast du hier halt einfach gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber hat er da unten nicht Wurzeln zu verkaufen? Guck mal, vielleicht sogar hier Wurzeln. Ich glaube nämlich, er hatte Wurzeln. Wäre auf jeden Fall geil. War er hier? Ich glaube schon. Ach komm. Ja, natürlich war er hier. Ich hoffe einfach, er hat jetzt Wurzeln im Angebot. Das wäre natürlich einfach nur gut. Er hat Wurzeln. Boah. Und noch mehr Wasser. Nice. Ja, dann haben wir jetzt richtig viel zu healen. Junge, mit den Zaubern kannst du auch so richtig geil arbeiten. Ja, das habe ich auch noch nicht so wirklich gemacht. Ach, ich habe dreimal. Oh, ich habe ja richtig viel Kohle, Mann. Die Eins davor, das war eine... Also, das sind die Tausenderbereiche. Okay. Ja, cool. Ich dachte, ich habe... Oh je. Naja. Ich dachte auch, was habe ich denn mit dem ganzen Geld gemacht? So viel habe ich doch gar nicht ausgegeben. Die war aber auch so ein bisschen weiter weg von dem anderen. Kann vielleicht aber auch in den 720p liegen, ne? Ich weiß nicht, ob das im Original... Also, was heißt im Originalspiel? Ob das auf dem normalen SNES auch so ist. Oh, eine Wurzel gefunden. Sehr schön. Ja, ich würde jetzt trotzdem ganz gerne nochmal in dem Dorf einfach speichern. Einfach nur, weil wir jetzt die ganzen Items und so aufgefüllt haben. Boah, wie gut einfach nur. Ich habe eh das Gefühl, dass jetzt noch ein Boss gleich kommt. Oh, jetzt können wir richtig viel zaubern. Wie gut ist das denn? Oh, wir haben gar kein Geld mehr. Naja. Jetzt können wir richtig viel zaubern, Mann. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal zurückzulaufen wegen den Wurzeln. Hier rechts lang. Na. Ja, komm, Hundi. Dankeschön. Dann können wir uns auch gleich. Wollen wir uns ein Schild schon hier gönnen? Davon haben wir jetzt gar nicht so viel, ne? Nur 30 tatsächlich. Ich dachte, da hätte ich auch mehr von mitgenommen. Na egal. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, denke ich. Moment, einmal hier lang. Ey, blöder Raptor. Junge, Junge. Komm her jetzt. Aber das Schöne ist, jetzt kann ich einfach hier drauf, zack, 90 mal Self-Heal. Junge, wie gut. 90 Heal einfach dabei. Das können wir jetzt auch richtig schön leveln. Das ist natürlich auch einfach nur nice.
Na komm, mach jetzt. Oh, Hundi. Mensch. Der lässt sich aber auch jedes Mal einsaugen, ne? Na komm, ich laufe jetzt einfach hier durch. Zum Sumpf mussten wir. Um Pfeffer zu holen, ne? Aha. Da oben war nämlich, glaube ich, nichts. Wir mussten auf jeden Fall hier rechts lang. Und da war irgendwann so eine Riesenschlange. Die hatten wir ja gerade schon mal gesehen. Wir dachten, wir kriegen hier irgendwie extra Loot oder so. Naja, falsch gedacht. War einfach nur das Level-Design, was uns irgendwie dahin geführt hat. Oh, ist das gut mit dem ganzen Selfie. Wir können auch richtig schön leveln jetzt einfach. Na. Och, komm. Energieschild schon wieder weg. Junge, Junge. Mhm. So, hier oben lang. Ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt gegen diese komische Schlange kämpfen müssen. Die wir gerade schon mal gesehen hatten. Die aber gerade noch nicht gespawnt ist. Das Energieschild schon wieder weg? Nee, wollte schon sagen. Komm, Hundi, machen alle jetzt. Jawohl. Das ist doch schön. Energieschild schon wieder weg. Was haben wir denn da jetzt nicht an Materialien eigentlich mitgenommen? Was braucht denn das? Das mit dem Zaubern ist auch so cool einfach nur. Lehm und Asche. Lehm und Asche würden wir oben im Vulkan, glaube ich, kriegen, ne? Voll daneben. Ist doch nicht sein Ernst hier. Mensch, Hundi. Ach, nö. War das jetzt der richtige Weg? Oder ist hier nur ein Item? Oh. Ich hab doch geschlagen. Warum trifft er denn manchmal nicht hier? Ich kann schon wieder healen, ne? Vor allen Dingen, Hundi frisst irgendwie die ganze Zeit gar keinen Damage, nur ich.